Kapitel 3: Monster oder Mensch? Also, du hast eine Superkraft, dein Ernst? Ihr verarscht mich doch, oder? so würde ich es nicht nennen, verarscht. Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. So, haben wir Gut, Zeit einfach. dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Du bist ehrlich gesagt genervt, weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Wow. Okay. Oh fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Naja, du hast gewonnen, ne? Ja, sorry. Die Erinnerung an Gabe hat dich so traurig gemacht. Ich wollte dir helfen. Hast du auch. Ich bin nur überrascht. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Habt ihr heute schon Diane gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Ich hoffe es. So geht die Stellen. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt einer muss wende ich erstmal kommen. Meine Schicht. Sind schon dabei. Die anderen, nimmt sich einer gibt sich Gewehr, dann verdiene einer ich mir mal mein Geld. Die Axt. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. Tiefsten. Ah, okay, Colorado Leitungswasser. Erdnüsse. Ist jetzt nicht gerade das Hygienischste, aber hey. Was weiß ich schon. Hilft jetzt aus. Wie funktionieren so, diese Vogelwettbewerbe? Wer... Schau mal ab, ne? Und dankbares Pack. Ist das Ryan Lucan? Ich bin die Vogelbeobachterin des Jahres. Deine Herrschaft ist zu Ende. Uh-oh. Wie du weißt. Ich sag Ryan besser nicht, dass ich was damit zu tun hatte. Wie du weißt. Sprechen. Hey, Eleanor. Ach so. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Dass du mir vor ein paar Wochen geholfen hast, weiß ich wirklich zu schätzen. Das hat mir viel bedeutet. Aber natürlich. Schön, dass ich helfen konnte. Studenten. Where are you, girl from Rome? Mann. Was soll ich denn singen? Diese. Hab ich dieses Lied geliebt. Früher haben sie das hier ständig gespielt. Weird. Ich hab's noch nie gehört. Vielleicht weiß Jet, wo es ist. And I want it to happen. Hast du das Kleingeld in der Kasse schon gewechselt? Tell Deine Aufgabe. Deine Aufgabe, ich glaube, es hackt. Ist ja nicht. Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Niemals. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht. Oh. Schade. Die wird ändern. Ja, das eine Lied, glaube ich, von die kann man nicht abspielen lassen, weil. Das Gamer bedeutet. Ich muss ja erst mal wissen, wo es weshalb. Da ist er! Abstechen direkt. Alles. Ich weiß. Hä?
Hallo. Ich bin gleich bei dir. Ich schau mal lieber nach Steph und Ryan. Lied? Okay, sie ist hier. Was ist der Plan? Wir haben sogar zwei Pläne. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Was genau soll Ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Okay, hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Auf Frauen steht? Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Das ist dein Plan? Da geht sowas in der Hose. Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Nur, dass er geht. Nur bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So, wie alle, die hier hinziehen. Ist ja nur erfahren, oder? Okay, vielleicht sollten wir diese Pläne überarbeiten. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Auf gar keinen Fall. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Was ist das bitte für eine Sprache hinter? Ipa. Jetzt muss ich ja entscheiden. Darf ich vorher irgendwie was... Warte. Steph? Lass Ryan. Ich weiß aber nicht, ob die lesbisch ist. Keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Lass Ryan das machen. Komm. Ich wähle Ryan. Steph gehört uns. Du bist echt heiß. Keine Frage, Steph. Aber für Diane? Lass Ryan die bessere Wahl. Diesen Ryan? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt danke nicht böse, für eure Mühen, aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Ich weiß, du bist verantwortlich. Du weißt, ich will bloß Gerechtigkeit für meinen Bruder. Bitte. Hilf mir. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Mhm. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Mhm. Das ist die Wahrheit. Mhm. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sehen wir mal, was sie wirklich fühlt. Lass mich auch mithören. Ich versuche sie erstmal zu lesen. Armer Gabe. Niemand verdient es, so zu sterben. Sie ist traurig. Wenn ich sie weiter an Gabes Tod denken lasse, finde ich vielleicht mehr heraus. Wir fragen. Kreuz. Ein schönes Kreuz. Oh, danke. Oh, so ein niedliches Foto. Meine Nichte und mein Neffe. Sie sind bezaubernd.
Ich sehe da keinen drauf. Der Enkel könnte Wieso sein. Brauchst du, vielleicht noch ein paar mehr Servietten? Ja. Alles gut, danke. Ich wette, du und Gabe habt öfter ordentlich gebechert. Er war ein toller Barkeeper. Er machte die langen Arbeitstage erträglicher. William Bloom. Gabe hat ihn geliebt. Er hat bestimmt ein ganzes Jahr damit verbracht, sich seine Musik anzuhören. Echt? Er hatte einen guten Geschmack. Dass wir nie darüber gesprochen haben. Diane macht einen sehr gefassten Eindruck. Aber innerlich ist sie genauso aufgewühlt wie wir alle. Typhon setzt sehr auf ansässige Arbeiter. Wir wachsen stetig. Bist du später auch beim Lab dabei? Das ist alles nicht leicht für Ethan. Wir versuchen, ihn aufzuheitern. Ich kann nicht. Aber viel Spaß. Toll. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen. Okay. Ich muss mich jetzt für etwas entscheiden, das Dianes Emotionen auf die Spitze treibt. Diane, ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Aber mein Bruder ist tot wegen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Ich frage mich, wie es dir damit geht. Das wüsste ich echt gern. Alex, ich... Wir... Sag mal, ist es lauter geworden oder meine ich das nur? Es ist ziemlich laut, ne? Stimme mal hier ein bisschen leiser. Junge, Junge. Typhon wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Situation zu bewältigen. Das ist die Wahrheit. Okay? Da hat sich der Lichtpegel. Die Farbpegelveränderung. Okay. Da ist die Emotion, nach der ich gesucht habe. Zeit, Dianes Schuld wegen Gabe zu erforschen. Okay. Ich bin gespannt. Okay. Zeit herauszufinden, was Diane wirklich verheimlicht. Wie leckt das denn gerade? Hallo? Miss Jacobs, Deputy Pike hier. Pike, es tut mir leid, aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Es gab einen Unfall. Was für eine Art Unfall. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Genau wie ich. Er ist weg. Ich bin noch hier. Moment. Da ist noch was anderes. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Oder meine Rolle darin. 128 GB. Habe ich alles, was ich brauche, um mich vor ihnen zu schützen. Oh shit. Sie hat bestimmt Beweise auf dem USB-Stick. Ach, sieht aus, als brauche ich doch eine Ablenkung. Diane? Hey, Ryan, was gibt's? Naja, wenn du Zeit hast, dachte ich, wir könnten vielleicht wandern gehen.
Es gibt einige wunderschöne Pfade oben in den Bergen. Oh, das klingt nach einer tollen Idee. Klingt super. Ryan weiß alles über die hiesige Flora und Fauna von Haven. Ryan, erzähl dir doch von der Flora und Fauna. Das fällt dir bestimmt dann nicht. Oh, Dass du direkt weißt. Nun ja. Das hier drüben ist ein sogenannter Nacktschnabelhäher. Er kann mehr als 40 Samen gleichzeitig tragen, dank seiner dehnbaren Speiseröhre. Hat die? Das ist beeindruckend. Die schon. Also, was sagst du? Hey, keine Eile. Der ist noch eine Weile hier. Überleg's dir, meld dich später. Naja, ich muss los. Bis dann. Okay, er hätte ja nicht so direkt weggehen sollen. Aber hat doch geklappt. Was ist das denn? Oh mein Gott, das war... Alter! Ist ja krass! Was ist das denn? Mein Herz rast. Ryan, ohne Scheiß. Ich denke, Diane steht wirklich auf dich. Ich weiß, ich kann dich fassen. Hey. Oh Mann. Leute, das war echt mega. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Schauen wir mal. Passwort geschützt. Wer hätte das gedacht? Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lab veranstalten. Schnapp dir deinen Hut. Was ist Theaterstück? Und denk an deine Gitarre, okay? Werde ich die Gitarre wirklich brauchen? Was? Was wäre eine Bardin ohne ihre Gitarre? Es ist dein Job, die Leute mit deiner Musik zu erheitern. Na dann, macht euch bereit, unterhalten zu werden. Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Okay, ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat. Wow. Typhon entlastet Typhon offiziell von jeglichem Fehlverhalten, die zum Tod eines Mannes durch Typhon-Explosion geführt haben. Bitte zwingen Sie mich nicht, die Kommentare zu deaktivieren. So, gucken wir nochmal die ganzen Nachrichten wieder an. Ey, viel die wollen posten, ne? Typhon, Meaning? Der beste Job, den ich je hatte. Aber naja, die Konkurrenz ist ja auch nicht wirklich groß. Okay, das war alle. Streifenhörnchen. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Oh, wie süß. Es ist ein... Voll süß. ...einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Hey, wie hat das gemacht mit der Flasche da in der Hand? Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Oder? Warte mal, was ist das denn? Ich glaube, die Mütze war hier. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. Ich will gerne mal Ablegung zum echten Spielen haben. Das wäre doch krass. Zum Beispiel irgendwie... Ha, da ist sie. The Last of... The Last of Mardot oder so. Halb Person, halb Kipplaster. Ich verstehe dich. Geheimes Bier. Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann. Oh, hier ist dieser Schal, das der Schal von Doflamingo. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war.
Schlüssel. Oh, hi. Wo passt du wohl hinein? Den nehme ich mir mal. Steph weiß, wie man mit wenig Geld ein Lab veranstaltet. Hoffentlich. Dann nehme ich den. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Ein Streichholz übrig. Heute nicht. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Man weiß nie, wann man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf Gabe. Ich habe zu schnell durchgeblättert. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Weirdos. Gartenzwerg. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Oh, das Puzzle steht wieder. Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. Erinnert sich an die Jahreszeit? Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Notiz. Steph, ich werde dich umbringen. Fruchtgummi. Ich wünschte, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Ugh. Schublade. Freischalten. Was heißt das denn? Mein Aufmachen. Ah, mit dem Schlüssel. Was ist da die Feder drin? Das war bestimmt von Gabe. Ich bin ein bisschen scheiß richtig stellen in die Liste. Die Liste ist echt lang, aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Papa vergeben. Sie ist am Maryland gezogen, finde sie. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Huh? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, als Charlotte mir das gab. Wie reagiert man auf so ein perfektes Geschenk? Ich bin wirklich froh, dass mein Rat geholfen hat. Also umziehen. Das heißt andere Sachen. Das passt irgendwie zum Dings, ne? Aber ich finde, schwarze Hosen stehen der. Aber alles der gleiche Verschnitt, ne? Über die Gitarre. Ich weiß nicht, wo die Idee jetzt hinpackt. Achso. Ach cool. Ach cool. Hat die das Ganze dann so. Okay. Fahrrad. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Ah, wo ist denn jetzt die Feder? Hatte Ryan was zu lachen. Geschirr kann man nicht aufmachen. Wo ist denn die Feder? Geh mal hoch. Scheinbar gehört das dann auch uns, ne? Weil sonst kommt keiner ja rein. Außer wir. Und hier, das sollte man nicht letztes Mal hier rein, aber wie? Oh, der Herbst schlägt an. Ein bisschen wie unsere Jahreszeit, ne? Ja. Der Garten sieht übel aus. Ich habe seit Jahren nicht vor Leuten gespielt. Das war ein guter Abend. Das muss
Da habe ich vergessen, dass ich das machen kann. Ich fahre da irgendwo das Ding. Setzen kann man sich nicht. Alles klar. Dann gehen wir doch viel runter. Wir gucken mal da mit unserer Gabe, was wir machen können. Aber irgendwo muss ja die Feder sein. Nichts. Kann auch nicht runter. Oder? Nö. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Da ist was. Sehe das gar nicht, hä? So ein normales Stück, normale Vogelfeder. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Heldin. So, jetzt können wir raus. Ja. Ein Fisch da? Wusste ich gar nicht. Ich finde das aber immer viel zu eng. Wie so ein Fisch. Oh. Ethan, genau. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Wer ist Steph? Für mich, für Steph, für Gabe. Steph hat das Lab tagelang geplant. Du liegst dir echt am Herzen. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Ach, der doch. Hey. Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Klar kannst du das. Dann lass es. Ich dachte, bei dieser ganzen Sache hier geht es darum, so zu tun. So zu tun, als seist du jemand anderes. Nur für eine Weile. Ja. Das Verrückte an der Sache ist, manchmal kann so zu tun, als hättest du Spaß, dich dazu bringen, tatsächlich Spaß zu haben. Ein Versuch kann nicht schaden. Okay. Mit der Mütze. Aber ich mach's nicht allein. Mit der Mütze. Du musst mir helfen. Natürlich.
Raynor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Das wird dann wohl nicht zu hören sein, ne? Die Ogerhorden oder der uralte Kraken? Eine Horde von Ogern. Gefährlich und groß. Warte mal, ich mach mal doch mal an. Scheiße. Doch Raynor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Ist ja kein Copyright. Meine Güte. Ihr müsst also die Bardin Alexandra sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Magisch, magisch. Du bist so magisch. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Das, Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Auf der ganzen Straße. Das ist echt irgendwie aufregend. Wie viele Nachrichten wir hier bekommen, ne? Charakterbogen. Dein Charakter. Bade. Stufe 1. Trefferpunkte 10. Muss schon was wissen. Das ist Taino. Was wie ein Halbelf, hast du? Kingsford, ach du Scheiße. Na, wir werden es schon hinbekommen. Bitte, findet die drei Juwelen. Die Zeit ist knapp. Drei Juwelen. Stimmt, sorry. Ja, das hier zurecht machen, ne? Ich glaube, wir gehen geradeaus weiter. Auf der Suche. Wo wollen wir nur danach suchen? Komm, wer ich ist denke, denn das? Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh, sorry. Siehst cool aus. Siehst cooler aus. Hey. Schriftrolle. Was steht da? Heil, Gesundheit für dich und deine Verbindung komplett entfernt allen. Was ist das? Da. Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Lass uns so viele wie möglich finden. Alles klar, Million, Münze. Was hast du gefunden? Eine Goldmünze. Glaubst du, es gibt mehr davon? Ich weiß nicht. Sehen wir uns weiter um. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Die Musik. Boah, hier eine Schaukel ist auch schön, ne? Boah, hast du schön die Eisberge im Hintergrund. Ja. Krass. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Das kommt mir alles sehr, sehr neu vor. Kann es sein, dass es hier abgeschlossen war? Ja, ne? Ja, ja, das ist da unten. Die war Arschbergen. Hm?
Ach du heilige Scheiße. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Wein. Scheiße, was machen wir jetzt? Weinwolf. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Warum macht die sowas? Weil es guckt ja keiner zu. Ich habe gerade. Alex? Was? Angriff, verstimmter Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Ethan, komm, Angriff. Flammklinge, komm. Flammklinge! Hört's gern. Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden Flammen. Zwei Schaden. Ja, jetzt direkt zwei. Ich meine immer noch. Zwei Schaden. Was zum Flammklinge! Ich hab den überhaupt. Du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Alex. Magie. Verzerrungsfeld haben wir das. Verzerrungsfeld. Ein Schallschaden für die nächsten zwei Runden. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. Das ist doof. Leute! Ein Münze und ein Schlüssel. Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. Einfach so ein Rollenspiel. Aber wie cool für den Jungen halt. Komm, wir gehen weiter. Eigentlich guckt auch kein anderer das mit. Ja, und für uns halt, ne? Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Aber das wäre jetzt auf eine Bühne vielleicht oder so. Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden Ärger öffnen. Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf! Bleib ernst! Ich muss wie ein Weirdo aussehen. Das mit Heiß hat sich wohl erledigt. Heiß und Weirdo schließen sich nicht unbedingt aus. Zumindest nicht für mich. Sorry, Ryan. Es war Selbstverteidigung. Ich komme mich trotzdem mal hier ein bisschen um. Weil man sieht ihn gar nicht, ne? Warum ist denn hier nix? Wo ist denn der Junge? Für sich, für dich. Mach eine Schriftrolle. Lähmung, okay. Eine Schriftrolle? Ja. Sieh an, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Hey. Ich dachte, ich bring... Hey, hey, was läuft denn hier? Was? Hau sie um! Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Gott sei Dank, Ethan ist wieder ganz der Alte. Was für ein toller Junge. Ethan liegt wirklich vielen Leuten am Herzen. Wer ist das denn? Hat meine Warnung, ihr Reisenden voller Kraft. Hey, wie lautet das Rätsel? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Das habe ich nicht zugehört. Können wir das Rätsel bitte nochmal hören? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot.
geformt zu Seelenjuwelen. Blau, Violett und Rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Warte mal, ich hab da eben was gesehen. Das hier, was ist das? Es ist rot. Scheinbar nichts. Oder hier? Drei von ihnen. Wow. Was hat es damit auf sich? Terminkarte. Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Was? Durstige Möwe heißt es hier. Noch eine Schriftrolle. Hab eine weitere Schriftrolle. Plus cool. Eins. Was heißt das denn, plus eins? Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des Labs. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen. Okay. Ja, ist das Fake Blut, ne? Das ist Fake Blut, oder? Das ist kein richtiges Blut. Wie sie alles inszeniert haben. Was ist hier passiert? Weitere Überlebende. Seid ihr der Schankwirt hier? Nein. Den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Wie das alles hier inszeniert. Was es hier so gibt. Der Junge ist sehr jung. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Alter Gnom. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Freischalten. Das sieht auch cool aus, ne? Feanor! Hast du das gesehen? Das muss es sein! Es ist einer der Juwelen! Hey, eins von drei. Das war gar nicht schlecht, oder? Ugh. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Werbung. Hausbade? Sorry, Steph. Alexandra ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Yes, no. Aber mein Zimmer wart ihr nicht, ne? Das Königreich hat ernste Probleme. Ne. Ah, hieß das Stormwriter. Der, Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Wer? Das ist hoffentlich abwaschbar. Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. Dich. Ah, okay. Monsterlexikon. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Brief. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Ich frage mich, wo es hier hintergeht. Münze.
Oh hey, eine Münze. Ja, nimm mal. Wie die auch sind. Notenblätter. Für ein geheimes Stück. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Ich glaube, wir müssen die andere Hälfte noch finden. Wieso kam ich nicht auf die Toiletten? Zehnte fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle sechs von uns weiter auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vor zu leben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Schön, ne? Wie war sonst nichts? Vielleicht das. Ciao. Viel Erfolg. Draußen. Viel Erfolg. Sturm oder was? Hört sich dann wie Sturm. Nee, doch nicht. Immer gutes Wetter hier. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Oh, cool. Nicht schlecht, Thanor. Ja, können wir doch was machen. Ich konnte einfach nicht schlafen. Wie fühlst du dich immer, dabei? Wenn ich meine Augen zumache, schießen mir all diese Gedanken in den Kopf. Du Mörderin. Diese Schuldgefühle. Also liege ich einfach nur da, Beine, und komme mir vor wie ein schlechter Mensch. Sie hat das veranlasst. Sie sprachen von Reue. Oh, könnten Sie das näher erläutern? Was genau bereuen Sie? Ich weiß nicht. Ich bin mir im Moment bei nichts mehr sicher. Einige Sachen da drin waren echt interessant. Entschuldige, hast du gesagt, dass sie deine Häkelnadeln gestohlen hat? Irgendwas mit Platten dann, oder? Da müsste ja auch eigentlich was sein. Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Niemand weiß meine Arbeit. Schmied. Seid gegrüßt! Ihr seht aus wie Abenteurer. Vielleicht kann euch die Elster aushelfen. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... griesgrämig. Was für ein undankbares Leben, ein Schmied im Zeitalter der Monster zu sein. Wow, er ist voll dabei. Es ist wirklich cool, wie viele Leute Steph davon überzeugt hat, mitzumachen. Das können wir dann mit dem machen. Wahrscheinlich können wir das dann. Er ist der Emporium. Betreten wir mal. Da muss der Steph eigentlich sein, ne? Bitte zweimal klopfen. Nur zu. Bom, bom. Monster oder Mensch? Mensch! Herein! Schau auch eine Mütze an. Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Hey, Isa. Okay. Die hat komplett übertrieben. Mal sehen, was Steph mit dem Laden angestellt hat. Als klassisch ausgebildete Bardin
muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Er schmiedet das Himmelschwert der Macht. Ach ja? Wow, Charlotte. Das muss ja krass viel Arbeit gewesen sein. Der sieht richtig echt aus. Diese mittelalte Musik. Golems. Golems. Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Aus der... Das ist ein Ritter, kein Golem. Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen? Nur für Mitglieder der Magiergilde. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Hat die auch ein Kostüm? Bitte. Einige Helden stehen bestimmt auf Barden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Vaynor einen besseren Geschmack hat. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Ja, dafür brauche ich keine Warnung. Was bist du schon so? Tarotkarten. Auf der Suche nach Erkenntnis? Zieh eine Karte. Hm. Oh mein Auge, juckt ganz Zeit. Wofür brauche ich Erkenntnis? Dinge verlassen. Dinge, Menschen. Erkenntnis. Menschen. Steph. Hm. Wirklich. Menschen. Ich. Was? The Lovers. Eine Karte über notwendige Entscheidungen und gleichwertige Versuche und Dinge. Teifen. Meine Fresse. Surreal. Dinge. Meine Kraft. Du hattest recht, Gabe. Ich bin ein Superheld. Menschen. Ryan. Trifft das auf Ryan zu? Hoffentlich. Eine Karte über Inspiration, Optimismus und Hoffnung für die Zukunft. Alles klar. Sehr gewagtes Bild. Da gibt's nichts mehr, okay. Heaven. Ugh. Okay. Ja. Ach du Scheiße, was ist das denn? Durch jetzt erst. Was haben wir hier? Gitarre. Ich würde gern eines dieser Bardeninstrumente ausprobieren. Wie denkt sich Steph nur all diese Namen aus? Werbung? Mann, mein Liebesleben hätte ein oder zwei Wahrheitszauber gebrauchen können. Wie es einfach Werbung heißt. Was ist das denn? Gar nicht ominös. Chefsilenz. Hm. Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Ah, ich verstehe schon. Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Treustaub. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand in der Ehe. Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand in der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Scheiße. Mann. Vorerst. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte,
Von einem magischen Fisch. Der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Nebenquest! Nebenquest. Ich hasse Nebenquests. Alle anderen kosten eigen Gold. Sehr freundlicher Troll. Das würde ich gerne sehen. Bestimmt Trolle werden sehr freundlich. Ja, komm, wir nehmen uns das mal. Wir haben doch 3 Gold, ne? Glaubst du, uns werden Trolle begegnen? 3 Gold, bitte. Einfach nur so, ne? So, dann gehen wir mal. Also hier können wir mal kaufen. Interessant. Aber ich wollte das einfach mal machen, ne? Weil es halt da stand. Ich will, dass die hier zusammenkommen. Ich glaube, beide haben Interessen. Sah man ja auch schon an. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, ne? Ich denke immer noch über diesen Wandteppich nach. Was ist eigentlich mit dem Blumen? Wir müssen immer noch diese magische wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Ich muss meine, Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Muss man nicht rein. Okay. Hey, ist nix. Ich glaube, da wäre noch was anderes. Zum Schauen. Das Laden dauert mal lang, ne? Komm, wait, Spidey. Hallo, geht. Hey. Oh, hallo. Okay, ist alles normal. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Stimmt, da war ja was. Komm, wir machen das noch und dann... Hat das mit dem Stick geklappt? Machen wir Schluss. Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Das kann man ja noch sehen. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Wie läuft's mit Mac? Wie geht's Mac eigentlich? Ich hab ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Auch schon süße Karte.
Was für ein Stück Scheiße. Oh. Hey, Riley, ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Indem wir unseren letzten Jahrestag feiern. Ich kann in der Zeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir, aber da wird es eine Menge Kerl geben. Und das macht mich nervös, ganz ehrlich. Ich wünsche, dass du ein wenig daran denken würdest. Ruf mich an, falls du hier reden willst. Busticket. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Check. Das ist einfach so lieb. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Ja, wir haben Herbst, glaube ich, oder? Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Ich werde das so krass nicht anfassen. Da passiert gar nichts. Verarsche. Standbild. Gut, ich bin weg. Rückgabe. Früher oder später wird Riley von Eleanors Geheimnis erfahren. PD. Aha. Ja dann. Gehen wir raus, ne? Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter mit der... mit, Le Roleplay. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Oh, ist das die hier? Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Ist das die hier? Oh, wollte ich zu nah gehen. Oh nein. Ist das Schmier, Wiley? Oh shit! Troll! Er kommt! Er hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Körper? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Bestäuben, komm. Trollstaub. Bestäubte Trolle werden überaus freundlich. Eine Prise pro Troll. Oh, wagt es ja nicht. Oh Mann. Ist das der ganze Scheiß? Sag dem. Besucher, ich liebe Besucher. Kann ich euch etwas bringen? Ein Glas Sumpfwasser? Oh, Schneckenchips? Wie wär's mit dem Juwel? In deinem Gürtel. Ah. Sonst noch was? Sag jetzt nicht, das hilft uns zwar auf unsere Mission. Sag doch etwas Nettes. Über uns beide. Du tust. Alles, was du tust, mit viel Bedacht und größter Sorgfalt. Ja. Und du? Siehst tief in die Herzen der Menschen. Doch das hält dich nicht davon ab, an sie zu glauben. Der Troll ist ein Emo. Genau. Wir sind auf einer Quest. Kannst du uns vielleicht irgendwie helfen? Ich könnte euch beibringen, zu kämpfen wie ich. Hm? Bitteschön. Ja, so lebt man auch gut, ja. Das war einfach. Das ist alles, was wir brauchen, oder?
wieder vorbei. Jederzeit. Wir brauchen nur noch ein Juwel. So. Fast geschafft. Okay. Ja, es ist noch der das... Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Teich. Nur eine Tatsache. Selbst nachdem du den Staub benutzt hast, hat er mir Angst gemacht. Ich glaube, Pike ist nicht wir dabei, ne? Wir müssen immer noch diese magische Fischschuppe für Steph finden. Ja, ich muss ja... Die Gasse führt zum Fluss. Und im Fluss leben Fische. Wer ist das denn? Hör auf zu sprechen, Beliebter. Ja, warte mal, da müssen wir... Wärst du lieber furchteinflößend oder gut aussehend? Da müssen wir gleich mal rein. Gut aussehend. Na, gut aussehend, denke ich. Ja, ich auch. Das ist so eine menschliche Schwäche. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich bin gespannt. Haut rein, bis dann. Ciao.